Paul Scharner polarisiert. Die einen sehen in dem Österreicher einen Querkopf, andere schätzen ihn als meinungsstarken Charakterkopf. Als Fußballer war er in seiner Heimat eine große Nummer. Deshalb holt ihn der HSV. Doch dort spielt er nur 49 Minuten. In seiner Autobiografie rechnet Scharner jetzt auch mit dem Bundesligisten ab. Ich habe durch den HSV meine Karriere beendet. Also ich würde schon sagen, dass das ziemlich einschneidend ist für eine Sportkarriere. Und erstens eigentlich habe ich das Buch geschrieben, um das Kapitel Profifußball abzuschließen und mal die Positionen, die ich eingenommen habe, aus meiner Sicht zu beschreiben. Hamburg und Scharner, das passte nie. Der HSV wirkte konfus auf mich, meint der Österreicher. Der Club sei ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Jeder schaute nur auf sich. Und so verwundert es den heute 35-Jährigen nicht, dass der Dino einfach nicht zur Ruhe kommt. Ein großes Problem sei, dass es innerhalb der Mannschaft keine klare, funktionierende Rangordnung gibt. Ja, man braucht Indianer in der Mannschaft. Und Häuptlinge. Und Häuptlinge fehlen. Seitdem er nach nur einem Jahr 2013 den HSV verlassen hat, habe sich eigentlich nichts verändert. Viel hänge jetzt von der neuen Führungsspitze zum Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer ab. Die Mannschaft braucht Profil, die Mannschaft braucht Identifikation und das wird sicher die Hauptaufgabe sein, eben von der neuen Führung eine Mannschaft aufzubauen, die diese Attribute hat. Doch um die ganzen Scherben wegzuwischen, brauche es Zeit, sagt Scharner. Der dann noch leicht ironisch den Fans des HSV, die jetzt schon wieder einen Abstieg fürchten, ein wenig Mut zuspricht. Ja, ob's diesmal für über den Strich reicht, möglicherweise nicht. Aber mittlerweile ist der HSV Relegationsspezialist, also braucht man weniger Angst haben.